Nun wollen wir mal sehen, ob sich die Fertigkeit Schmieden auf den Preis beim Schmieden auswirkt. Ich habe noch keine Fertigkeit gewählt. Wollen wir uns das Ganze mal ansehen. Ich nehme die Lanze des Erkennens und möchte sie mit der magischen Perle veredeln. Kostet 48. Abbrechen. Gehen wir doch jetzt mal auf. Ein bisschen schwierig mit nur einer Hand. Nun gut. Dann geben wir uns jetzt mal die Fertigkeit Schmieden auswählen. Level 1. Probieren wir das nochmal. Lanze des Erkennens. Mit der magischen Perle. Ups. Ist ja noch genauso teuer. Staunen. Das Ganze nochmal. So, ab in die Attribute. 2 Punkte habe ich noch über. Dann gebe ich mal beide darauf und habe jetzt Schmiedestufe 3. Und das Ganze nochmal. Natürlich mit der Lanze des Erkennens, mit der magischen Perle. Und siehe da, wow. Also würde ich mal sagen, ist die Aussage, dass der Skill nur dafür ist, den Preis zu senken, absolut nichtig.